So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Galactic Science. Wir sind wieder zu Hause in unserem Hütchen, Hey! in unserer Dreier-WG. Hallo! Hallo Kev, hallo Peter. Hallihallo! Die So, und wir haben Mond-WG. eine richtig geile Arbeitsteilung gemacht jetzt. Wir sind richtig professional. Ich habe einen Apfel hier aus der Farm gekriegt, Alter. Das ist das Leben hier auf der Genau. Mondbasis. Oh yeah, sieht ihr Wo hast das? du das ganze Dash einsortiert und so Zeug? Alles ist hier in den Kisten, wo leer steht. Da ist in den drei Kisten hier Okay. ist alles, was wir gesammelt haben. Eigentlich Dann. voll mager, ne? Nur drei Kisten. Das ist ein bisschen traurig fast schon sogar. Pass Ja, auf, gut. kannst du das teuerste, unsinnigste Item aus Dash bauen? Das hätte ich dann gerne. Genau Ich gehe das. erstmal durch das Questbuch durch. So. Jetzt knallt der wieder. Also. Click here to start. Ja, stimmt, ich habe richtig coole Sachen mitgenommen. Zum Dekorieren. Sekunde. Ah, stimmt, diese Dreier-Rakete haben wir immer noch nicht gefunden. Das Ah, wir ist haben aber eine schade. automatische Cargo Rocket gefunden. Das ist natürlich wieder was anderes. Ja, da ist jetzt alles drin, ich weiß ja nicht. Also von mir aus, füge euch alles in deine Rezepte hinzu. Ich habe sowieso kein einziges Rezept zurzeit in der NASA Workbench. Bisschen schade, aber ich denke, wir werden später vieles doppelt finden. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Also ich habe Okay. mal ein bisschen ein paar Pflanzen verteilt hier, ne? Damit Dann das nicht füge so ich die gleich mal dazu. böse aussieht. So. So, und ich bin eigentlich nur dabei, hier jetzt gerade. Jo. Warte mal, ich hole mir mal ein bisschen Zeug raus. Dinge zu machen, damit wir gleich atmen können. Eigentlich ist das relativ chillig, was wir jetzt machen müssen, weil Dings da macht sich selbstständig der Treibstoff. Nur die Solarpanels haben wir noch zwei. Und ansonsten brauchen wir ja nur ein paar Pipes und fertig. Oxygen Sealer und Collector und fertig. Ja, das ist ganz Hi. geil. Und ich fange mal an, hier das Dash zu bearbeiten. Da mache ich Und mir ich habe erstmal mir einen gerade mal Alloy-Smelter. Sand. Ganz ehrlich, wir brauchen einen fucking Alloy-Smelter. Ja, bitte. Das ist der Horror. Dann können wir uns so endlich die Stromkabel herstellen und alles. Ja. Du bist der beste Spark, ich liebe dich. Oh Mist, wie war nochmal das Rezept für Sand? Hier unten? Nein, da oben? Oh Nein. nein, wir haben kein Tin mehr. Oh, dann muss ich Tin schmelzen. Okay. Und wir müssen, da wir jetzt viel mehr Sachen haben, wenn wir später bei der Venus waren, würde ich sagen, überarbeite ich mal komplett dieses Lagersystem. Ja. Ach so, und mir hat einer aus der Community erklärt, wie es funktioniert mit diesem. Router? Genau. Schon mal sehr Kurz gut. gesagt, ziemlicher Bullshit. Also Okay. brauchen wir nicht. Genau, aus dem Grund, der sortiert nur in umliegende Barrels ein. Ist ja langweilig. Und das ist irgendwie ein bisschen lame. Da mache ich das lieber mit einer Transfer-Node und ziehe die alle einmal hinten durch. Sollen wir dann das Lager ein bisschen umsetzen? Also, wir brauchen es wahrscheinlich größer, Wir oder? brauchen es viel größer, aber das lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht, das in Angriff zu Hat nehmen. überhaupt Das können wir die dann Geschichte hier zusammen machen. weitergelaufen? Also hat überhaupt die Erzproduktion alles weitergelaufen, wo wir weg waren? Nee, Wegen. hier ist ja kein Ja, ich Chunklore. wollte gerade sagen. Ich weiß doch nicht, ob sollten wir vielleicht den Stimmt. Chunklore mit dazu nehmen, weil eigentlich ist es ja unlogisch, dass es nicht weiterläuft, ne? Ja, Finde das ich stimmt schon, genau. persönlich. Aber es gibt bei Open Computers ein Chunklore-Upgrade. If a robot moves into a forest and there is no. Okay, scheiße, nee, das ist nur für einen Roboter, der in den Wald läuft. Ich will aber keinen Roboter haben, der in den Wald läuft. Das gab es 4 TNT. Okay, ich brauche mehr Sand. Ich brauche mehr Sand. Wie würdet ihr Oxygen schreiben? Warte. OXYGEN, oder? Ich finde irgendwie. Ach, da ist es. Ja, nee, ist mein Fehler. Ich habe die Oxygen Pipe nicht gefunden, weil ich blind bin. Wahrscheinlich jetzt auch falsch Zero. eingetippt. So, wo habe ich. Da haben wir noch Glas. Ah, da haben wir noch ein bisschen hiervon. Der Sand habe ich gerade ein A bisschen mit Y, gebaut. ja. Nur mal so. TNT. Dankeschön. Ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, wir haben ja noch alles da. Sehr schön. Wir sollten relativ Sound. hurtig fertig sein. Ja. Iron Bars. Haben wir irgendwo So. Eisengitter übrig? Also, wir haben Ach, den nur so viel Eisen, Oxygen scheiß drauf. Sealer. Eben, hau raus. Zwei davon, genug hiervon. Ach, ein Loader fehlt uns noch. Ein Loader. Darf ich nicht vergessen. Aha. Ich höre irgendwo ein Zombie. Ist das unsere super gute Mob-Farm? Ich glaube nicht. Da musst du schon über dich selbst lachen, ne? Ja, so ein bisschen, ja. Aber halt ein Versuch, ne? So. Das wirkt auch irgendwo charmant, ne? Ja, ich meine, Wenn ist du über ja sich das selbst lachen Gesamtbild. kannst. Wow! Oh, fuck, zum ersten Mal was gebrannt. Nee, zum ersten Mal einen Ofen gecraftet. Aber kein Feuerwerk im Haus, Spark. Mach's nächstes Mal bitte draußen. Hast du das nicht gelernt bei deinem Ofen-Tutorial? Ey, Da lasse seit ich. wann sind wir eigentlich so trollig geworden?
Keine Ahnung, wir mobben uns gegenseitig die ganze Zeit. Das ist aber lustig. Wo soll ich denn etwas mal da was hinklatschen? Haben wir irgendwo Strom? Bestimmt haben wir Strom. Ja, Strom ist unten im Keller. Ich habe jetzt irgendwie gerade hier oben hingestellt. Ja, ich baue den woanders hin. Wir müssen, wie gesagt, die Stromzufuhr etc. sowieso alles noch sowas von überarbeiten. Am besten ein Tesseract bauen oder sowas. Wow, das wäre geil. Baue ich eben, warte. Fertig. So. Junge, was zu spachteln? Ich hab voll Hunger. Spachteln. Oh, da sind Äpfel drin. Nice. Ich hab zwei Äpfel am Start. Was sagt das Questbuch, Spark? Gibt's ich bin da gerade am durchgucken. Abgeben können? Ah, hier vielleicht die Watt oder so könnten wir bauen. Weil das steht da drin, dass wir die brauchen. Da ist ein geiler Spruch dabei, oder? Wie hieß das nochmal, der Erfolg? What is love? Baby, genau, don't hurt me. Ja, genau, dafür das Teil brauchen wir Dash. Also, da sind wir noch später beim Thema. So, genau, das ist Maschinen-Chassis, was war gerade hier. Jetzt brauche ich noch Flint. Es gibt ein... Wollen wir uns Buggies bauen? Mondbuggies? Da machen wir ein Wettrennen. Oder machen wir das wann anders? Ja, ich würde sagen, erstmal ein bisschen Venus jetzt hier, ne? Damit ich würde sagen, ich bin fertig, ne? Also, die Lianen hier in Fackeln, ne? Lass ich erstmal zu Ende. Oh, es brennt hier. Die Pflanzen brennen. Guck mal, die werden gegrillt. Ach, Manno. Die leuchten aber so schön. Böse. So, das. Haben wir wirklich alles da? Wir haben das hier. Haben wir Glas? Das hier. Da war das. Das hier. Dazwischen das. Dafür haben wir jenes. Ich find das ganze Zeug hier nett, deswegen brauche ich so langsam durchcraften von dem Ding. Haben wir irgendwo Glas? Glas? Nee, ich habe Sand gemacht. Ich habe Glas. Hier? Werf mal rüber, danke. Das ist eigentlich da, wo steht ganze Blöcke, aber ich habe es halt rausgenommen, deswegen. Ganzes Glas. So, dann Fuel Loader. Dafür brauchen wir das. Am besten noch eine Transfer Pipe. Das generell. Ein bisschen Holz müssen wir noch mitnehmen. Ich hab voll die Maschine jetzt. Bisschen Glowstone. Zack, zack, zack. Und eine Dimensional Chest muss ich ja noch bauen, ne? Genau, Dimensional Chest. So, ansonsten sieht das Ganze relativ gut aus. So, wir können die Venus jetzt so weit von hohl machen, ne? Ist der Wahnsinn. Ey, ich bin überhaupt nicht, ich weiß nicht, ob wir überleben werden, ne? So, warte mal. Wow. 1, 2, 3. Dimensional Chest ist ja echt, oh shit, die kostet mega viel. Oh, das ist eine schöne Pickaxe. Warte Nein. mal. 2, 3. Ey Leute, wer hat so viele Enderperlen verschwendet? Ich habe nur 2 geworfen, ne 3. Ich brauche für die Dimensional Chest 8 Enderperlen. Ouch. Kein Problem. Lass mal wachsen. In den Kisten. Ich habe 11 Stück in die Kisten reingetan. Oh, nice. Hab ich gerade gesehen, danke. Ich habe die erst genommen. Tu die wieder zurück. Du müsstest jetzt ein paar Pickaxen haben, Kev. Ja, ein paar. Warte, ich gebe dir 2 zurück. Nein, behalt. Achso, warte, mein Inventar ist gerade drin. Immer noch was hier. Tu dir mal bitte hier in diese Weltraum-Chest rein, hier rechts. Weltraum-Chest, achso, gut. Und da sammle ich gerade alles, was ich mitnehmen muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ja, ich habe für jeden 4 gebaut, damit wir alles weghacken können. Irgendwie geht das hier noch nicht. Aber warte mal, die können wir auch mitnehmen. Ein paar Kisten wären ganz cool. So. Oh, hat jemand Electrical Steel? Bitte, das ist mein Inventar, nimm, spam das nicht zu. Okay, Mann. Wenn du Kisten mithaben willst, oder tu es reinkommen, die Kisten erlaube ich dir. Kisten darfst du haben. Weltraum was müssen rein. Wir noch mitnehmen? Also wir müssen Sauerstoff haben. Ja. Wir müssen, was noch? Wir müssen Fuel loaden können. Was noch? Wir müssen... Gute noch? Frage, was gibt es denn da so? Hat jemand zufällig Electrical Steel oder müssen wir uns das schnell machen? Dafür brauchen wir einen Alloy Smelt, den habe ich zum Glück schon gemacht. Mhm. Nee, habe ich nicht. Also ich habe nichts davon. Vielleicht in einer Kiste oder so, ich weiß nicht. Okay. Offenbar nicht. Wie viele Pickaxes? Die kann ich nie im Leben alle verbrauchen. Ich tue ein paar davon weg. Muss ich die im Inventar haben, dabei. Damit die gut sind? Anhalten. Musst du ausgewählt haben im Start. Ah, genau. Anhalten. Anhalten. Okay, Enderperlen, würde ich sagen, tun wir hier zurück. Die sollten wir nicht verschwenden. Ein paar Baumaterialien wie Cobblestone oder irgendein Stein. Vielleicht kannst du ja den Marsstein, den sollten wir behalten, oder? Können wir den 7? Was ist da drin? Ja, den können wir 7, aber da kommt nur Dash raus, zu 100%iger Wahrscheinlichkeit. Haben wir eine Sackmill zufällig? Wir brauchen sämtliche Nein, Scheiße, haben wir nicht. Ey. Jetzt brauche ich Kohle. Die Sackmill müssen wir noch machen. So, ich pack das mal dahin. So. Die brauchen auch wieder Dash. Dann würde ich mal sagen, gib mir mal eure Raketen. Ich fülle das Ganze schon mal. Stehen draußen schon mal. Habt ihr schon hingestellt? We are prepared. Hat einer noch Gold? Nicht mehr viel da. Ach, hier unten sehe ich schon. Better Barrel. Ja, Gold ist, haben wir rein theoretisch da, aber halt nicht viel musst du brennen. Es sei denn, hier ist was in der Erzekiste. Da sind 6 Gold. Ich glaube, ich habe alles Gold weggehauen, ne? Das letzte Mal, als ich die Goldäpfel gemacht habe. Erzekiste.
Alter, ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, ne? Das sind nur 60.000. Das reicht, um uns, glaube ich, alle drei einmal zu befüllen. Ich werde das gleich mal, ich werde das mal befüllen. Dann mal schauen. Ah, hier ist aber Tin drin, sehr gut. Der schaut richtig viel. Alter, seid ihr geil drauf. Hm? Geil. Was? Geil! Was war's? Ja, Alter, mit dieser Spitzhacke bin ich ja Speedy Gonzalissimo. Guck mal, wie schnell ich bin. Woo. Ja, auf mich die ganze Zeit zu schlagen, wenn ich auch craften bin. Das ist furchtbar. Ja, was ist denn da? Bin so schnell. Spark, darf ich dir was geben? Ich hab in die Öfen gepackt. Jungs, ich hab einfach mal einen Stack Diamanten mitgenommen, damit... Oh! Und ich kann von euren Maschinchen, da kann ich doch noch den Restfuel abzwacken, oder? Stimmt. Ich hoffe, da geht das in die Barrel? Nee, dafür brauchst du die Kanister. Das sind ja 20%, glaube ich, ne? Ah. Die Scheiße will nicht. Ich hab mir keine... Wie mache ich das mit den Kanistern? Weil das will ich nicht wegschmeißen, ehrlich gesagt. Weiß das einer von euch? Nochmal was? Wie mache ich das mit den Kanistern? Oder was für ein Kanister ist notwendig? Fuel-Kanister brauchst du. Der wird aus Tin, glaube ich, gemacht, größtenteils. Ich habe mir davon welche gemacht, aber ich habe die alle voll. Die sind so mein Ersatztreibstoff. Ah, okay. Also falls sie mal irgendwo festgesteckt hätten und nicht weggekommen wären. Diese Schiss, ihr Flaschen. Kannst den auch später haben wieder und auffüllen. Aber ich würde die jetzt gerne nehmen. Da muss ich mir keine neue craften. Ja, wo bist du? Ich bin gerade draußen bei den Dingern. Warte, wo war Holz drin? Ah, hier war Holz drin. Genau, der hier sollte sich auch. Fackeln braucht er nicht machen, habe ich am Start, ne? Ja. Genau. Und mal so zur Info. Hier sind meine Fuel-Kanister. Ui! Zwei Stück, merci. Wow, so viele. Ich habe vier. Ich hab einen schönen Ersatz gemacht. Krass, Alter. Guck mal, wie hinter. Nein, das war die letzte Sicherheitsreserve. Ja, sei dankbar, dass ich das Ding habe. Hinterfreundlich, wollte ich sagen. Ja, eben. Ja. Nicht immer so angegriffen fühlen. Genau, so hinterfreundlich. Damit kann man sich retten. Richtig. Ich habe das für uns gemacht, dass wir wirklich, falls es brennt, noch was haben. Ja. Finde ich nicht schlecht. Du meinst, falls es bei dir brennt? Ja. Ich brauche Electrical Steel. Ey, soll ich eure Landeteile kaputt machen oder soll ich die da lassen? Nee, lass den doch da. Dann können wir die stacken. Wenn wir immer da landen, ist bestimmt cool. Hey, folgendes Problem, wir haben hier oben gar keinen Strom mehr, ne? Ja, deswegen ja. Du hast auch falschen Strom oben. Du musst die Maschinen provisorisch erstmal unten anschließen. Das sage ich doch die ganze Zeit. Sorry. Aber wahrscheinlich kam irgendwas dazwischen. Dann muss ich wieder umdenken. Okay, dann zapfe ich dir hier unten irgendwas ab. Okay, ich kann diese eine... Auch sehr gut. So, Tin habe ich mal rausgenommen. Wer braucht Tin? Das lädt sich nicht auf. Ich bin unten, habe trotzdem keinen Strom. Verdammt. Mist, man kann aus dem Fuel-Loader... Kann man nichts rausgewinnen, leider wieder. Schade. Das gibt's doch nicht. Ich krieg keinen Strom auf die Maschine. Das braucht bestimmtes. Ach, da unten bist du? Zeug, glaube ich. Oh, Bar, kannst vielleicht wiederkommen und dir deine vier Kanister wieder nehmen? Oder drei? Ja, ich komme, ich hol sie. Mein Inventar ist so voll, dass ich gerade die Fuel-Loader und so. Ja, warte, ich kann kommen, warte. Ja, hier liegen die drei, kannst du die Spark wieder geben? Ich will die haben. Spark ist schon on the way. So, Diamanten wieder rein. Da hingelegt. Im Fuel-Loader ist mein Inventar doch irgendwie ein bisschen zu voll. Habe ich denn den Eimer hingetan hier rein? Nee. Also ganz ehrlich, bei unten bei deinen Maschinen, ich habe keinen Strom abgekriegt. Ah, der Fuel-Loader zieht doch gerade ziemlich. Wo bist du denn? Unten bei deinen Maschinen, direkt im Keller. Direkt, wo es produziert wird, an den. Hast du gerade deine Sachen abgeholt? Ja. So schnell bist du dann unten gelaufen? Hier, Peter. Gib das mal Spark. Ja, Spitzhacke. Alles klar. Also das... Jetzt geht's. Ah ne, das wäre das Wetter. Wo habe ich hier die Segmel? Jetzt kriege ich Strom, da ist die Segmel. Oh, hast ein paar gebaut, sagst du? Lol. Ich stell's jetzt direkt hier vorne dran. Ah, der hat einen Sterling Generator. Okay. So. War leicht verwirrt am Anfang. So, ganz ehrlich, vielleicht reicht das auch sogar schon. Wir haben hier 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, weil irgendwie scheint... Die Barrel viel mehr. Also, wie sollten die Fuel-Loader eigentlich da lassen, ne? Wenn wir später unendlich Fuel-Loader haben? Wir verschwenden immer relativ viel, wenn wir die mal abbauen müssen. Hm. Ach, stimmt, das war quasi daneben an jeder Rakete, ja, weil das so ein Ding ist, stehen. Es geht halt immer viel verloren, ne? Ja. Ich habe halt zurzeit immer nur einen. Wir haben jetzt einen noch sozusagen am Mars, oder später, dass wir hier
Später werde ich das sowieso machen, dass die. Also, wir haben hier noch eine Rakete. Sobald eine Rakete drauf ist, dass die automatisch halt eben geladen wird. Ja, dann macht Sinn. Auch Luftpacks wäre mal ganz cool. Bei denen so eine Kiste werfen und eine Kiste ist mit vollen. Ja, genau, das ist sozusagen immer eine Kiste. Ja, das werden wir alles machen. Also, das werde ich noch machen, genau wie den Lagerumbau, aber damit könnte ich wahrscheinlich eure Hilfe irgendwie gebrauchen. Den Lagerumbau helfe ich gerne mit. So zu dritt irgendwie knobeln, ich glaube, das geht dann viel schneller. Hey, jo. Ich mach gerade die Treibstoffproduktion mal ein bisschen hoch. Ich brauche noch Awesomeite Ingots. Und ich kann eigentlich schon mal was wegmachen, so. Hm. Bin ich mal gespannt, ob das stimmt, was in den Kommentaren geschrieben wurde. Was denn? Mit der Brenngeschwindigkeit von den Crucibles. Das, aber was wurde genau gesagt? Blazing Pyrotheum am besten. Ne, dass wenn du Awesome Night Ingots unter den Dingern hast, dass du dann irgendwie 20-fach hast oder so. Jetzt haben wir 2-fach oder 10-fach, also irgendwie viel mehr. Ne, Brenngeschwindigkeit hatten wir auch 2-fach. Ne, jetzt oder haben wir 2-fach, nur wenn wir Awesome Night Ingots runterbauen, dann wohl nicht. Aber redest du von den Crucibles, die Obsidian machen? Ne, von denen, die Holz verarbeiten. Ach so. Ja, das Problem ist ja nicht, dass wir da zu wenig kriegen, das Problem ist die Refinery. Die ist zu langsam. Wir haben sowieso mehr als genug davon. Ach so, okay. So, ich mach trotzdem einmal dieses Upgrade, dann ist das auf jeden Fall cooler. So. So, wie weit ist die Folge schon fortgeschritten? Ist gleich vorbei, aber jetzt will ich wenigstens noch den restlichen Electrical Steel herstellen. Das Problem beim Wattcraften und so, ich habe die ganze Zeit hier rumgebügt, so, hä, warum geht das nicht? Und das ist kein normales Iron, sondern Electrical Steel, und es sieht fast genauso aus wie Iron. Ist jetzt verachtfacht die Produktion, anstatt zweifach. Oh, bei den Crucible. Schlecht. Also geht richtig ab, auch das Holz da drin. Ja, das ist gut, aber wie gesagt, das ist ja halt die Refinery, ne? Aber genau. Gut, dann können wir vielleicht nachher noch ein paar dranballern. Ja, auf jeden Fall. Also wir werden das später richtig krass machen und so wie ich das sehe, sind auch jetzt... Läuft sehr gut. Ich würde gerne ganz ehrlich, wenn wir später nochmal hier ein bisschen mehr machen, würde ich auch gerne so ein paar mehr Solarpanels machen, dass an jeder Station von uns an der Ecke ein Solarpanel steht, also... Ja, genau, irgendwie was Cooles. An jedem Fuel-Loader. Dann mache ich sozusagen eine Refinery, die halt automatisch diese Fuel-Loader belagert, dass wir einfach nur die Rakete draufstellen müssen, sodass es dann halt eben schon läuft. Ich habe endlich die Watt. Watt? Sehr, sehr schön. GZ? Sagt man unter Zockerkreisen so. Ich muss erstmal drauf kommen, ey, auf das Electrical Steel. Ich will gar nicht shiften und es geht nicht. So, warte kurz. Genau, ich muss Öl auswählen. Läuft unten immer ab. Was hättest du am liebsten? Ich kann wählen, ob ich Sucrose mir hole, 10 Stück, 10 Zellulose oder halt ein Reward Bag. Reward Bag. Ja, wollte ich gerade sagen. Beides sehr, sehr easy zu kriegen. Oh, war das gerade laut hier. Ja, ich habe dann gedingelt und lass mal kurz hier ein Reward Bag mit der Schwierigkeitsstufe Good. So, warte mal kurz. Lass ihn öffnen und 3, 2, 1. Am besten hinter euch nicht, das jetzt gleich. Hoffentlich, wenn es explodiert, dann hier vom Lager. Und go. Ein Enderman-Head. Oh. Aber warte mal, der ist gut, wenn wir. Nee, okay. Kann man eine Maschine mitcraften. Was ist mit meiner Kartoffelfarm? Was ist denn los? Die ist ja tot. Nö, fällt dir jetzt auf? Schon seit Jahren geballert. Das ist schon seit Jahrzehnten so. Aber ich habe die Kartoffeln geborgen. Wir brauchen so ein Wasserschild und ein Obsidian-Schild von oben. Dann können wir nämlich endlich Kartoffeln zu essen mitnehmen. Müssen nicht mal dieses andere hässliche Zeug essen. Das ist ein Meteor reingedonnert. Stimmt, so eine automatische Kartoffelfarm, das wäre mal cool. Das war eine automatische Kartoffelfarm. Bevor sie zerschossen wurde. Aber ich hatte die nicht im Mund. So, ich nehme deine Ingots raus, da gehört nur Essen rein. Wem gehört die Ingots? Die werfe ich jetzt alle hier auf den Boden. Wo ist denn die Refinery? Unten, ne? Wollte ich mir mal einmal angucken. Ja. Boah, die guten Ingots wirft er auf den Boden. So, wir brauchen nämlich Essen. Teuer, Mann. Ja, ich habe meinen nochmal dazu geschmissen. Ja, schmeiß dazu, ich fülle mal alle Öfen mit. So. Da können wir nämlich gleich dazu nehmen. Dann sind wir nämlich gewappnet und in der nächsten Folge können wir endlich. Ich bin so gespannt auf die Venus. Eigentlich ist die ja mega lebensfeindlich, ne? Also das müsste ja eigentlich sein. Ja, und ja, super heiß weggegrillt, ne? Werden. Ja, eigentlich schon. Und diese Thermounterwäsche, die sollte eher kontraproduktiv sein. Oder kühlt die uns auch ab, wenn wir zu heiß sind? Die soll, glaube ich, auch gegen Hitzestrahlung sein, weil der Mars ist ja auch heißer als die Erde, logischerweise, ne? Oder als der Mond. Eigentlich kälter, aber die Strahlung ist heiß. Der Mars ist tagsüber
200 Grad ist und 150 nachts minus wirklich? Irgendwas. Ja, Mars ist heißer. Weil der Mars hat keine Atmosphäre wie die Erde und deswegen ist der aufgeheizt. Mars Wikipedia. Ja, dann geh mal, guck mal Mars-Temperatur an. Ich wette plus 100 Grad, über 100 Grad tagsüber. Wo läuft das, der Kraftstoff überhaupt der 10? Da ist irgendwie kein Fass, kann das sein? Temperatur von minus 133 Grad bis minus 55. Was? Also kalt. Maximal 27 Grad, wenn es am heißesten ist. Ich hab mal gehört, er wäre heißer, ich glaube plus 200 sogar. Und jetzt kommt nämlich Venus Wikipedia. Das ist kein Product Placement, Leute, sondern ihr lernt jetzt was. Also, durchschnittliche Geschwindigkeit ist 430 bis 500 Grad Celsius. Oh, falsch. Also, und, Alter, die Atmosphäre ist so dick, dass wir eigentlich in einer Sekunde direkt zerquetscht werden müssten. Die Dichte ist fünfmal so hoch wie auf der Erde. Ja, dann können wir gut Training machen, so wie Son Goku auf anderen Planeten. Alter! Der Druck hat hier... Nee, warte, ein Bar ist menschlich, ne? Ja, ein Bar ist menschlich, ein Bar ist erdlich. Ein Bar ist erdlich. Der Druck da sind 92 Bar. 92 mal so hoch wie auf der Erde. Wir werden sowas von verrecken, Alter. Das wird ein richtiges Son Goku-Training. Achso, by the way, ich würde sagen, wollen wir noch ein paar Steine mitnehmen? Irgendwas, was wir haben? Ja klar, als Base. Ihr könnt das in die Dimensional Chest hier tun, die sozusagen, die beherbergt alles, was wir halt brauchen. Das heißt, füllt da eure Sachen ein, liebe Freunde. Ich habe da auch schon Stack Holz und so ein bisschen was drin. Ja, ja. Ich habe immer so ein paar Eisen, bisschen Holz, habe ich immer im Inventar drin. Eisen, Holz, Kohle, standardmäßig. Alter, gut, dass ich gerade dran denke. Überlebenspack. Ich habe die Ersatz-Dimensional Chest in die Dimensional Chest reingepackt. Naja, ich mache jedenfalls einen kurzen Folgencut. Das ist wieder eine schöne Folge gewesen. Und wir sehen uns demnächst. Die nächste Folge gibt's bei Peter. Kev. Oder? Nee, beim Kev. Bei mir. Ja, bei Kev, stimmt, bei Kev. Ja, wir sehen, lass krachen. Und tschüss. Mach's gut, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.